Wollen wir jetzt bald alle später in Rente gehen? Monika Schnitzer von den Wirtschaftsweisen hat mal wieder das Beste von sich gegeben. Vor der Sommerpause also nochmal der Rentenschock oder Rentenflop oder Rententop. Denn auch andere News haben diese Woche jetzt die Runde gemacht, wo man ganz klar sagen kann, irgendwie weiß man gar nicht gerade, wie man die Rentensituation einschätzen soll. Außer eines ist klar, Finger weg von Versicherungsprodukten. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Liers, ich bin Online-Steuerberater und ja, es hat viel zu lange gedauert, dass man endlich erkennt, dass man wieder Eigenverantwortung fördern muss. Ganz klar ist am Ende, dass natürlich die Eigenverantwortung gerade bei der Altersvorsorge das A und O ist. Denn wer sich versichert und gegen alles versichern will, der wird irgendwann auf der Straße landen, so wie es viele in Altersarmut tun. Doch ganz klar ist auch, es gibt einen weiteren Faktor. Unser Rentensystem ist ja darauf ausgebaut, dass immer mehr, sag ich mal, viele Leute arbeiten und weniger Leute in Rente sind. Ein Interview mit Monika Schnitzer, der Wirtschaftsweisin, die sich ja auch, sag ich mal, für das Thema im Großen und Ganzen Renten spezialisiert hat, sagt aber hier jetzt ganz klar, das aktuelle Rentenpaket bzw. auch das Wachstumspaket, was jetzt vom Bundeskabinett diese Woche beschlossen wurde, ist einfach nicht genug. Ein Hintergrund ist zum Beispiel, hier sagt sie wörtlich mit dem Interview in T-Online, in der Vergangenheit war das Problem oft, der Staat verschuldet sich, verspricht von dem Geld Straßen zu bauen, finanziert am Ende andere Dinge wie die Mütterrente. Wie lässt sich das dem begegnen? Diese Gefahr ist in der Tat real. Eine Idee, die derzeit viel diskutiert wird, ist ein Infrastruktursondervermögen, ähnlich dem, das für die Bundeswehr im Grundgesetz festgeschrieben wurde. Das hat durchaus seinen Reiz, denn dann ist klar, das Geld in diesem Topf fließt wirklich nur in große Infrastrukturprojekte und so weiter und so fort. Da muss man ganz klar sagen, nö. Lediglich, was wird gemacht? Es wird nicht dann zusätzlich etwas durchgeführt, sondern wie man auch jetzt schon sieht, es wird natürlich dort eigentlich, sag ich mal, nur ein Loch gestopft, das sowieso vorhanden ist. Und da müsste man ganz klar sagen, die Rentenversicherung sollte ja eigentlich auch nur für Renten da sein. Jetzt wird sie aber auch schon seit Jahrzehnten im Grunde missbraucht für auch, wie gesagt, Wahlgeschenke, Mütterrente. Wie gesagt, ich stehe dazu recht positiv, bin ich auch ganz ehrlich, weil hier vor allem auch, sag ich mal, die Care-Arbeit von Müttern durchaus anerkannt worden ist, was eigentlich auch in unserem feministischen Zeitalter weiterhin befördert werden sollte. Wo man ganz klar sagt, hey, wenn ich eine Frau habe, die, sag ich mal, dann sich um Kinder kümmert, dann kann man ihr doch im Vergleichsweise dazu in diesem Zeitraum auch weiterhin diese vollen Punkte geben. Ich weiß, da gibt es wieder Sonderberechnungen mit was weiß ich, wann, wie, was, wie der Mond steht und dann sonstigen Pipapo. Nein, das könnte man vereinfachen, dann würde man auch weniger Personal brauchen in diesen entsprechenden Bereichen. Ganz klar ist aber natürlich auch folgendes Problem, was unser Rentenversicherungssystem hat, wo wir nicht auf Eigenverantwortung aufbauen. Denn hier heißt es nämlich auch ganz klar, eine Herausforderung für die Wirtschaft ist auch, dass absehbar mehr Alte in Rente gehen, als Junge in den Arbeitsmarkt kommen. Die Bundesregierung möchte auch danach helfen, indem sie ältere Menschen zum längeren Arbeiten bewegen will. Kann dieser Plan aufgeben. Es ist vernünftig, dass die Leute über Renteneintrittsalter hinaus arbeiten, künftig die Arbeitgeberbeträge zur Arbeitslosenversicherung ausgezahlt werden bekommen sollen, denn sie haben ja kein Risiko mehr, arbeitslos zu werden. Dieses Extrageld kann sich den ein oder anderen zum längeren Arbeiten bewegen. Das darf nicht mehr darüber hinweggetäuscht werden. An den großen Wurf bei der Rente traut sich auch die aktuelle Regierung nicht heran. Ja, und da sagt sie natürlich, ein weiterer Punkt, der mich durchaus aufgeschreckt hat, ist jetzt schon ein Zitat dabei, und zwar die Abschläge für den vorzeitigen Renteneintritt müssen doppelt so hoch sein. Hintergrund ist aktuell die bekannte Rente mit 63. Und zwar heißt es hier, Sie meinen ein höheres Renteneintrittsalter, wie Sie und die Wirtschaftsweisen es fordern. Exakt, um die gesetzliche Rente finanziell zu stabilisieren, müssen wir das Renteneintrittsalter anheben und an die Entwicklung der Lebenserwartung koppeln. Denkbar wäre auch, die individuellen Renteneintritt zu flexibilisieren, aber bei vorzeitigem Renteneintritt die konkreten Rentenabschläge vorzunehmen. Weiter heißt es, was ist falsch an der aktuellen Berechnung? Wer heute vorzeitig in Rente geht und dabei Anspruch auf die abschlagsfreie Rente, Rente mit 63 hat, muss jeden Monat, in dem er früher aufhört zu arbeiten, dauerhaft auf 0,3% seiner Rentenbezüge verzichten. Das klingt viel, ist aber viel zu wenig. Denn wie gesagt, auf ein Jahr gerechnet sind 3,6%. Wenn man bedenkt, dass man nicht nur weniger einzahlt, sondern auch länger Rente bezieht, die Abschläge, den vorzeitigen Renteneintritt müssen konkret berechnet werden, doppelt so hoch sein, also 0,6%. Würde dann im Grunde bei 0, wenn man sagt, man geht her, jetzt einfach gerechnet 0,6
mal 12 wären dann im Grunde ein 7,2%iger Abschlag. Und da heißt aber auch ein Vorstoß, mit dem man sich kaum beliebt machen würde, wo man auch ganz klar sagen muss, ja, das ist klar, dass natürlich hier vor allem auch die Beliebtheit für Politiker, die dies natürlich durchführen, durchaus sehr, ich sag's mal so, gering wäre. Es gibt aber Möglichkeiten, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist ein Punkt, den ich auch immer wieder anspreche, den viele ganz einfach nicht auf der Agenda haben, und zwar das Depot. Und zwar hier ist es durchaus was, was auch jetzt von der FDP ja angesprochen wurde, ist, und wir haben eine Kooperation mit unserem Partner Freedom 24. Und wenn ihr unten über den Link geht, also ich muss mal ganz kurz die Seite zeigen, und zwar kommt ihr natürlich hier rein über Freedom 24. Das lädt's nicht, das ist natürlich der Vorführeffekt. Dauert ein bisschen. Kriegt ihr aktuell hier bei Freedom 24 aktuell 3,58% auf Euro-Bestände und 5,34% auf US-Dollar. Wenn ihr jetzt hier über unseren Link reingeht, dann könnt ihr euch hier schon die 5,91% auf Euro-Einlagen sichern und 8,81% in US-Dollar. Weiter, wenn ihr aktuell noch bis zum 31.08. hier euch einfach nur anmeldet und dann im Grunde einen gewissen Betrag einzahlt, bekommt ihr bis zu 20 Aktien im jeweils im Wert von 800 Euro geschenkt. 3 Gratis-Aktien bei 5.000 Euro, 20.000, wenn ihr einzahlt 10 und mehr als 50, kriegt ihr 20 Gratis-Aktien. Ich habe mir meine Aktien in diesem Monat auch schon abgeholt und kann ganz klar sagen, ja, das hat sich gelohnt. Waren 120 Euro Aktienwert, und zwar eine BMW-Aktie und zweimal Nordex, wo man ganz klar sagt, das war durchaus gut. Denn auch hier könnte es bald sein, dass die FDP doch noch den großen Wurf schafft. Und zwar ist ja aktuell hier die Thema Revolution für Anleger und Sparer, heißt es. Und zwar Hintergrund ist, Deutschland fällt beim Vermögen zurück. Nämlich Hintergrund aktuell einer aktuellen Analyse der Investmentbank UBS zufolge lag der durchschnittliche Haushaltsvermögen in Deutschland bei 2023 bei rund 265.000 US-Dollar, 243.000 Euro. In Frankreich betrug es jedoch 330.000 US-Dollar, in Dänemark 450 und in den USA sogar 565. Berücksichtigt wurden Finanz- und Immobilienvermögen, wovon Schulden abgezogen wurden. Und Hintergrund ist auch, das finde ich so genial, dass man endlich dahinter gekommen ist. Wie gesagt, und wenn euch noch irgendein Versicherungsmakler, irgendein Versicherungsprodukt andreht, dann schmeißt ihn hochkant raus. Wer heute noch Riester, Rürup, Rührei oder sonstiges empfiehlt, das sind sogar die Experten mittlerweile, also nicht von den Vertretern, Makel und sonstigen, sondern hier heißt es wörtlich, Riester-Flop. Eigentlich sollte die Riester-Rente breite Schichten dazu bringen, vermehrt über den Kapitalmarkt vorzusuchen. Doch 22 Jahre nach Einführung dieser Sparform gilt sie als gescheitert. Übrigens, unter Experten war es eine Totgeburt. Das war von Anfang an klar, denn das System war viel zu kompliziert und vor allem auch viel zu bürokratisch. Man hätte es ganz einfach machen können. Und das ist das, was auch die große Hoffnung ist, wo ich sage, hey, wenn das kommt, richtig genial. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es kommen wird, denn auch die Versicherungsbranche, wie man auch auf diversen, sage ich mal, Finanz-YouTube-Kanälen und natürlich auch gerade in Medien schon wieder nimmt, wird das eher gerade massiv von der Finanzlobby gesponsert. Denn ganz klar ist auch zum Beispiel hier, dass aktuell die Garantien kosten zu viel Geld, deswegen sind auch, sage ich mal, die Kostenbelastungen in diesen Produkten so hoch. Denn ganz klar ist, vor allem der Wegfall der Garantien führt dazu, dass keine speziellen Finanzprodukte mehr nötig sind, die gefördert werden für die Altersvorsorge, wie es bei Riester der Fall war, ohne die Garantiepflicht. Und jetzt kommt es mir richtig spannend, können Anleger grundsätzlich alles in ihr Altersvorsorge-Depot legen. Ein Standardfinanzprodukt, bestehend aus Riester-Verträgen, aber auch ETFs, Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, sogar Kryptowährungen, es sei denn, der Gesetzgeber macht hierzu Vorgaben. Und das ist die spannende Frage. Wird man endlich mal so intellektuell sein? Gehe ich nicht davon aus, wie gesagt, deswegen, ich denke, das wird auch wieder eine Totgeburt, aktuell, zumindest mit aktuell Rot-Grün mit dabei. In Frankreich gibt es solche Vorgaben zum Beispiel nicht. Dort darfst du nämlich alles mit reinpacken. In den USA definiert der Gesetzgeber lediglich, wer es ausdrücklich nicht in ein Vorsorgedepot darf. Und ob das Finanzministerium jetzt in seinem Gesetzentwurf eine restriktive Variante wählt oder die einfache Liste ein Negativfolge, da wäre es dann durchaus so, dass man sagt, hey, wenn man so vorgehen würde, dann wäre das wirklich endlich mal ein großer Wurf. Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell hier politisch für die FDP der letzte Rettungsanker wäre, weil sie damit angetreten sind, um zu sagen, okay, Altersvorsorge-Depot kommt. Das würde aber vielleicht 0,5 bis 1% der Wähler positiv stimmen, die vielleicht gerade dazu führt, dass die FDP über die 5%-Hürde rauscht. Andererseits muss man aber auch ganz klar sagen, sind auch noch die Linken hier mit Rot-Grün mit dabei, die
Im Grunde für ETFs und sonstige Altersvorsorge, was übrigens die meisten Millionäre produziert, hier einfach, sage ich mal, das Übel schlechthin sind. Was am Ende dazu führt, es wird wahrscheinlich in so einer Version kommen, dass es sich am Ende für den normalen Anleger wieder nicht rentiert. Und dass man ganz klar sagen kann, ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der wirklich auch qualifiziert mit seiner Geldanlage umgegangen ist, der sagt, boah, Riester war das beste Investment überhaupt. Denn ganz klar ist, wenn du zum Beispiel in unseren Partner Freedom 24 oder sowas reingehst, dann kann ich dir ganz klar sagen, dort hast du natürlich hier gewisse Risiken. Die hast du im Altersvorsorgedepot auch. Aber das Schöne ist auch noch, mit Blick auf das Vermögensregister, das ja in der EU eingeführt wird, dass es durchaus hier natürlich auch die Möglichkeit gibt, das Ganze ganz ins Ausland zu verlegen. Das bedeutet, du bist nicht mehr hier in Deutschland mit dabei. Und gerade in anderen EU-Ländern gibt es ja andere Vorgaben. Was bedeutet, wenn Olaf Scholz oder Robert Habeck oder Christian Lindner oder andere sagen, hey, zieh mal hier ein paar Milliarden ein, dann werden die das vielleicht nicht machen. Und dadurch, dass ja vor allem auch Freedom24 gerade sehr stark in Deutschland expandiert, ist es aber auch die Möglichkeit, dass man sagt, hey, vielleicht geht man dann irgendwann hier den Unternehmenssitz in Deutschland oder in Europa aufzugeben. Nur rein strategisches Thema. Und dann hättest du einen amerikanischen Broker und schon wärst du wieder aus dem Vermögensregister raus. Mit aber, sag ich mal, den aktuellen Vorteilen von geprüft SEC und natürlich den europäischen Behörden, wo man ganz klar sagen kann, raus aus im Grunde deutschen Depots. Ich, wie gesagt, investiere dort auch, habe jetzt glaube ich auch schon 8.000 oder 9.000 Euro auf diesem Depot und werde nächstes Monat wieder meine nächsten 8,8% Verzinsung für die nächsten 12 Monate holen. Was machst du? Investierst du auch über unseren Link unten und hast 8,8 statt 6%? Dann rein damit.